Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Heute ein Reaction-Video zum Pacific Rim The Black Trailer. Pacific Rim wird fortgesetzt auf Netflix als Anime, aber nicht quasi Fortsetzung der Filme, sondern so wie ich das verstanden habe, sollte es so eine Prequel-Geschichte werden. Bin gespannt. Pacific Rim, der erste Teil, genialer Film, Benicio del Toro, ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Wer ihn noch nicht gesehen hat und so in diesem Kaiju-Ding drin ist, auf alle Fälle reinziehen. Klare Empfehlung meinerseits. Der zweite Teil ist jetzt, ja, kann ich mal extra drüber quatschen. Aber hier soll es jetzt erstmal zur Reaction von Pacific Rim The Black geben. They've initiated the Black. Get to Sydney any way you can. We've lost the continent. We're on our own. Let's go get our kids. Mommy, please don't go! Why won't you stay with us? Because help isn't coming. Muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieser Anime-Stil nicht. So dieses hauptsächlich CGI. Das hat mich bei dem Godzilla-Anime schon so gestört. Deswegen habe ich ihn mir auch nicht angeschaut, weil ich einfach, ich weiß nicht, das schaut so komisch aus irgendwie, die Bewegungen und die Animationen und so. Ich meine, klar, computeranimiert und so hin und her, aber warum kein normaler Anime? Weil, ja, egal, schauen wir mal weiter. So we need to go get it. Nothing will ever keep us from you. Don't worry. They'll come back. They always come back. Help would have come if it was safe. I promised to keep you alive. You've been saying that for 5 years. I know that there's more out there. Ich habe mir das wirklich aus, wie sich bewegen. Atlas Destroyer? It's still here? Welcome, Cadet. What's that? Kaiju, Category 4. This is a training, Jaeger. What? No weapons. What's your story? Das sieht cool aus. We're in the drift. Die Kaijus. We have to do this together. Drop flat. Bring them to me. Just a little business. Tell me about your parents. Where are they? Have you survived in the Black this long? Anyone looking for you? Tell me where your vehicle is. How do you expect to stay alive? You got what you wanted. You'll be the most powerful man in the Black. What are we going to do? Find Mom and Dad. You think you're pretty clever? But you're not. You're dead. Such a good house. You have us. Ich finde ja cool, dass sie neue Kaijus gemacht haben. I'm not running away this time. We have to stand up to monsters. Okay. Okay. 4. März. Das ist ja übermorgen. Ja, also wie gesagt, schaut nicht schlecht aus oder beziehungsweise schaut interessant aus, weil ich habe schon seit dem ersten Pacific Rim voll Bock irgendwie auf die Vorgeschichte, wie es halt so, ich sage so, zum Untergang gekommen ist, weil es wird ja nur diese eine Stelle im Film gezeigt, das ist glaube ich in China. Ich glaube, in China spielt der Film und mehr sieht man ja nicht. Und da sieht man mal ein bisschen was anderes von der Welt, sage ich jetzt mal. Weil man weiß jetzt nicht, wie es jetzt in der Rest der Welt aussieht, weil die Kaijus kommen ja aus einem Riss im Pazifikboden.
Und der Pazifik ist jetzt eben quasi zwischen Amerika und Asien. Man weiß jetzt nicht, was auf der anderen Seite ist, ob die bis nach Europa vorgedrungen sind oder wie es im Atlantik ausschaut, auf der Ostküste oder was auch immer. Und da geht es jetzt um Australien. Ich bin in Australien. Australien ist anscheinend überrannt von den Biestern. Und wie gesagt, so wie ich das verstanden habe, ist es ein Prequel. Sprich, die spielt es vor Teil 1. Mal sehen. Bin gespannt. Ich glaube, ich werde es mal probieren. Auch wenn ich jetzt mit diesem Zeichenstil oder was Animationsstil jetzt nicht wirklich begeistert bin, aber ich glaube, ich werde es mal reinziehen. Habe ja die Möglichkeit mit Netflix. Wie sieht's aus? Nerds, ist das was für euch? Seid ihr so die Anime-Gucker oder eher nicht? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch meine Reaction gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, reingehauen. Ciao.